Ja, hallo meine liebe Community, Family und Zuschauer, hier ist wieder euer GEMADIQUO mit der 19. Folge von Deception. Lange Rede, kurzer Sinn, gehen wir gleich mal weiter. Sorry. Vergnügliche Leidenschaft. Ah. Gehen im Fliegengarten, also das haben wir. Habe ich schon ein bisschen hier was geändert, mal nachgucken. Jo, wir haben unsere neuen Pfeilen eingebaut. Dann lass mal den Kampf beginnen, oder? Kapitel 7. Vergnügliche Leidenschaft. Oh, Leidenschaft. Ah, ja, wir sind ja in einem neuen Versteck. Evelyn. Da wären wir. Sehen nun. Hier an diesem Vergnügungspark. Hier hast du sie gesehen? Die vier Frauen? Hier habe ich sie gesehen. Die Beschreibung passt genau. Nun gut, wenn sie es wirklich sind, werden sie ihre gerechte Strafe erhalten. Ja, das Sion ist auch wieder mal da. Elina, ihre gerechte Strafe? Was genau heißt das? Also, du weißt schon, eine Strafe, die sich gewaschen hat. Eine Strafe, die wehtut? Oder eher etwas Peinliches? Oder gar beides? Ach, ich kann es nicht erwarten. Ja, die Frau ist jetzt schon creepy drauf. Sie werden ins Palastverlies gebracht, stimmt's? Wo man unvorstellbare Dinge mit ihnen anstellt. Im dunklen, feuchten Kellerräumen. Oh ja, oh ja. meine Nachbarn müssen sich echt blöd vorkommen, wenn ich dieses Spiel aufnehme. Scheiß. Sie macht ihren Namen alle Ehre. Man nennt sie nicht umsonst Evelyn. Die Machoistin. Was? Die masochistische Magierin. Die Magie ist stark in dir. Aber trotzdem wünsche ich mir, dass du hier den Löffel abgibst. Mein Löffel? Und was ist mit den restlichen Besteck? Du brauchst mich nicht zu schonen. Komm, sag schon. Was hast du mit mir vor? Was genau? Uff. Die ist so viel für mich. Komm schon, gib's mir. Sei still. Beherrsch dich, Mann. Du dreckige alte Hexe. Ja, das ist es. Das möchte ich. Scheiße. Ist er genauso? Gib mir dir Namen, du Schmetterling. Gib mir böse dir Namen, du böser Schmetterling. Bitte, das halt doch niemand aus. Gehen wir rein und schauen mal nach, was wir da finden. 101, rückt aus, sobald ihr bereit seid. Jawohl, so. Du auch, Evelyn. Wir bezahlen dich nicht als Führerin. Du scheust mich herum wie ein Straßenhund, genau wie ich es mag. Oh. Okay. Sinushin gelang es, seine Begegnung mit Legeria lebend zu entkommen. Sobald seine Wunden verheilt waren, machte er sich erneut auf die Suche nach seiner Erzfeindin. Eine Magierin namens Eliven gab ihm einen entscheidenden Tipp und er zog erneut mit seinen Truppen aus. Elina führte ihn zu einem verlassenen Vergnügungspark. Alles klar, wo ihr Tipp sich als goldrichtig erwies. Hier hielt Lagera sich verborgen, um die Wunden, die Selina ihr zugefügt hatte, zu heilen. Diesen geschwächten Zustand beschert die Anziehungskraft der heiligen Fersen ihr eine weitere unerwartete Begegnung. Okay. Wo steckst du? Hexe! Hm? Wer bist du denn? Es ist die Hexe! Oh, ihr seid also Hexen? Ja, sowas in der Richtung. Wow, ich habe ja immer gedacht, Hexen gibt es nicht. Das ist ja so aufregend. Wir sind auf Zenoschins Befehl hier. Diesmal werden wir nicht scheitern. Wir ziehen euch die Ohren lang. Zenoschin? Dieser nervige Ritter? Stimmt's.
Schön, dass ihr es bisher geschafft habt. Das erleichtert uns die Arbeit. Es passiert nicht alle Tage, dass jemand an der Tür klopft und sagt, Hallo, hier ist was, was du schon immer haben wolltest. Jetzt ziehen wir euch die Ohren lang und die Hammelbeine noch dazu. Und dann ist Sinoshin an der Reihe. Hört, 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 nicht so schnell. Erst will ich auch noch meinen Spaß. Deinen Spaß? Nun, man bekommt ja nicht jeden Tag die Chance, gegen eine ganze Hexenclan anzutreten. Na los, bringt mich auf Touren. Heizt mir ein, ich will es überall spüren. Denkt euch etwas ganz besonders für mich aus. Hui, was ist, wenn das mal keine Machoistin ist? Eine Machoistin, hab schon davon gehört, hab nie eine getroffen. Moment, ich spüre etwas tief in ihrem Körper. Ja, ich spüre die Kraft eines heiligen Pfers. Hat also wieder einen Weg zu uns gefunden. Juhu, wenn das so ist, habe ich kein Problem, dir richtig einzuheizen. Ja. Wenn sie Schmerzen will, soll sie Schmerzen haben. Danach erwartet sie nichts als Verderben. Auge des Teufels. Neville hat seine ganze Kindheit über von den Ritter der Legenden geschwärmt und so war es unausweichlich, dass er selbst einer werden würde. Allerdings machte ihn seine Beharren darauf, dass sich jeder immer und überall ritterlich zu verhalten haben, nicht zu einem beliebten Mitmenschen. Alles klar. Stil. Elite sie dort. Ritter des Dekorias. Stil glaubt fest daran, dass der Zweck aller Mittel heiligt, egal wie niederträchtig diese Mittel sind. In dieser Hinsicht hat er eine ganz andere Ansicht als Neville. Und beide streiten sich miteinander. Trotzdem respektiert Jill Neville und seine Prinzipientreue. Ja. Oh, ich hab euch, sagt ihr euch. Geh in die fliegenden Garten. Vielleicht stellt euch dieser Sinn hier nach, meine Lady. Erzieh einen Mehrfachtrefferbonus mit der schwingenden Axt oder einen anderen Falle. Wenn du eine Falle einmal aktivierst und diese Falle den Feind mehrmals trifft, erhältst du einen Mehrfachtrefferbonus. Bitte versuch das hier mit, meine Lady. Für ein 5er-Kombo mit der Leuchttafel aus. Okay, ich gucke mich hier gerade mal um. Neues Gebiet, kennt ihr ja. Oh. Okay. Ah, dann wollen wir mal hier oben unsere ersten Fallen aufstellen. So, da beginnen wir mal. Mit... nicht mit der Kugel. Mit dem hier. Klappt auch nicht, wie ich das vorhab. Dann kommt die schöne Axt. Die Musik finde ich geil. Dip, 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 dip. Nee, ich muss das anders machen. Ich liebe es. Schwingende Axt. Ersetze ich erstmal. Boah. Ich bin blöd. Lal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 a. So. Dann mache ich das ganz einfach, die schwingende Axt. Ja, Leute, wieder mal ein bisschen. Passt das? Passt perfekt. So, dann setzen wir auch mal gleich unsere neuen Pfeilen ein. Einmal die.
Dann der die spielen Axt. Oh. Nee, dann muss ich erst das. Ich muss erst die schwingende Axt benutzen. So, dann kommt das Hotterhü. Dann kommt natürlich. Ne, der Volleyball nicht. Der Fall, den Hund. Mal gucken, wie das ankommt. Oh. Hä? Ja, Mann, muss ich alles wieder von vorne machen. Hä? Wieso klappt das jetzt hier nicht? Ich fühle mich langsam verarscht hier. Ach, der macht die Fallen weg. Kann mir doch jemand eher sagen. Alter! Da wird erstmal auf Reisen geschickt. So. Der eine wird auf Reisen geschickt, den anderen kann ich jetzt hier mal ein bisschen quälen. Bessere Idee. Und zwar Sense. So, dann kommt hier das Pferdchen hin. Dann kommt da der fallende Hund hin. Und dann kommt hier noch das Rad hin. Und dann hier die Eisenkugel. Und dann zum Schluss die schwingende Axt. Oh. Na. Vergiss es, Freundchen. Einen Moment. Oh. Also ich baue mal hier die Fallen ab und gehe mal in den nächsten Raum hier rein. Wir wollen ja ein bisschen die Räume kennenlernen. Ihr kennt ja das Prozedere. Da finde ich echt stumpf, so im Vergnügungspark zu sein. Gefällt mir. Aha. Alles klar. Ich bin mal gespannt, kann ich die da ins Maul schleudern? Das wäre echt nice. So. Probier ich mal. Na, hallo, ich bin hier allein. Alter.
Och Mann. Alles klar. Der ist hinüber. Was ist das denn überhaupt? Aha. Also, einen haben wir jetzt schon mal gefangen genommen. Ist sehr interessant hier, diese Räume, muss ich schon mal sagen. Aber gehen wir auf in den nächsten, würde ich sagen. Jen, Feuermagier, Ritter und Discordia. Jen gibt vor, Sonnen Shin und seinen Kampf gegen die Hexe zu unterstützen, aber in Wirklichkeit ist ihr Interesse an ihn rein persönlicher Natur. Sie nimmt an, den Auftrag nur zu teilen, weil sie hofft, von ihm bemerkt zu werden. Oh, Liebe. So. Ich will mal gucken. Alles klar. So. Ja, dann wollen wir mal die Eisenkugel. Nein, Eisen. Da, dann das da, dann ich weiß ja nicht, wie das hier abläuft. Ah, die Feuermeile steht auch noch da. Hallo. Na komm. Alter, ich triff mit der Eisenkugel nicht. Ich könnte kotzen. Ich triff ab. Ich triff überhaupt nichts. Doch, die habe ich jetzt getroffen. Weil sie so dumm war und reingelaufen ist. Na gut, warum versucht sie nicht einmal hiermit, my lady? Geh in den Wunderwald. Na gut. Erlege einen Feind mit den Stachelross auf den Karussell. Alles klar. Stachelross. Oh, sehr schön. Na los, wo seid ihr? Oh. Der ist mir ein bisschen woanders hingeflogen, wo ich eigentlich nicht hinhaben wollte. Ah, Mist. Meine Fresse. Ah, das tat bestimmt weh. Ja, die geht mir sowas auf den Nerven, ne? Wenn das jetzt wirklich klappt. Ja,
Viertes nehme ich die Bärenfalle und als Fünftes, na, wo bleibst du? Da. Wir wollen ja... Shit, ich war mir sicher, dass ich gewinnen würde. Nutzloses Stück Müll. Na gut. Ob ihr wohl mir einen Gefallen tun könnt, teilt mit einem Kombo mindestens 2200 Schaden aus und erhaltet mindestens 1000 statistischen Schaden. Mann. Na komm, komm, sei brav. Oh, hier bin ich, hier bin ich, hier bin ich. Ups. Mann, ich dachte, ich fällt mit rein. Na, warte. Den Raum will ich hier mit dir beenden. Nein, warte. Ich weiß, das ist jetzt sehr sadistisch von mir. Und das bei einer Frau. Mögen es mir die Frauen verzeihen. Och man. Ich muss erstmal die Pferde wieder wegnehmen. Na komm. Ob sie auf den gleichen Trick nochmal reinfällt? Ja, fällt sie. Alter. Ist die Macht des Teufels. Ja. Und zack. Ja, meine lieben Leute, das war's dann mit der Folge 19, würde ich mal sagen. Nächste Runde geht's weiter und ich glaube, wir müssen da ein bisschen noch zwei andere besiegen. In dem entsprechend sage ich wie immer, Zocko, ciao, bis zum nächsten Mal, tschüss. Hi und herzlich willkommen auf der Endcard. Auf der linken Seite, wo Erik sitzt, mein letztes Video zu dem Projekt. Und auf der rechten, wo Shelly und Sarah sind, mein nächstes Projekt. Also, wenn ihr Lust habt, schaut da mal rein. Und oben natürlich Twitch, Facebook und Twitter ist auch bei mir erhältlich. Er hört sich komisch an, aber ist so. Und in der Mitte natürlich der Abo-Button. Wenn euch das gefallen hat, was ich gesehen habe, abonniert mich, lasst mir was da. Ich freue mich. In dem Sinne, zockt gut!